ehrenamtlich Tätige sind vom Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes ausdrücklich ausgenommen. Das ergibt sich aus § 22, da muss man mal eine Weile suchen, aber es ist in den Schlussvorschriften steht der Anwendungsbereich, ist ja auch total unwichtig. Und da in § 22 Absatz 3 steht ausdrücklich drin, ehrenamtlich Tätige sind vom Gesetz, die Vergütung wird nicht geregelt. Die kriegen ja auch in dem Sinn kein Arbeitsentgelt, sondern die kriegen eine Aufwandsentschädigung. Und die, dafür gilt also das Mindestlohngesetz definitiv nicht. Kraftgesetz. Jetzt wird in der Presse ja heiß diskutiert, was ist denn jetzt mit Fußballspielern, die da in der Kreisliga ihrem Hobby nachgehen und dafür ein bisschen Geld bekommen, 200, 300, 500 Euro. Was ist denn mit denen? Sind das ehrenamtlich Tätige? Und da bin ich der Meinung, nein, das ist kein Ehrenamt. Die bekommen zwar eine sehr geringe, aber sie bekommen eine Vergütung. Und die, wenn diese Vergütung nicht dem Mindestlohn entspricht, dann verstößt der Arbeitgeber gegen das Mindestlohngesetz in aller Konsequenz. Und das kann der Arbeitgeber auch nicht dadurch ändern, dass jetzt wieder diskutiert wird, dann eben die Stunden runtergeschrumpft werden. Man muss gucken, wie weit ist der tätig und dann darf er wirklich auch gar nichts machen. Also es geht nicht darum, wann er spielt, sondern er darf dann auch nicht irgendwelche anderen Dinge machen. Er darf vielleicht parallel noch ehrenamtliche Dinge machen, aber da muss man, wenn die beim selben Arbeitgeber, beim selben Verein also stattfinden, immer sehr vorsichtig mit der Vermengung sein. Da gibt es also ein dickes, fettes Problem in dem ganzen Bereich Mindestlohn, echtes Ehrenamt nicht, aber alles, was nicht 100% echtes Ehrenamt ist, da gilt meiner Meinung nach das Mindestlohngesetz. Und wenn man jetzt hier mit aller Gewalt irgendwelche Konstruktionen versucht, da rauszukommen, dann muss man sich der Gefahr auch bewusst sein, denn Verstöße gegen das Mindestlohngesetz werden mit erheblichen Geldbußen geahndet. Die Nachforderungen der Sozialversicherungsbeiträge können, auch wenn die Spieler selber gar nicht klagen können, die unabhängig davon durchgesetzt werden. Die Zollbehörden werden kontrollieren und auch wenn man jetzt davon ausgehen kann, dass schon aus politischen Gründen im Moment sicher die Verfolgungsintensität bei Sportvereinen nicht so groß sein wird, die Gefahr, die Rechtsunsicherheit besteht.